Hallihallo meine lieben Freunde des gepflegten Dark Orbits. Willkommen zu einer neuen Folge von Dark Orbit und ich habe ganz große Neuigkeiten für euch. Obwohl, so groß sind sie vielleicht nicht. Naja, es gibt ein neues, oder besser gesagt, heute wird ein neues Gate für Dark Orbit, ein neues Galaxy Gate released. Auf den Testservern erstmal. Und dieses Gate heißt Galaxy Gate Kupier Gate. Also geschrieben, ich schreibe es, obwohl, nein, ich brauche es nicht in den Chat schreiben. Kuiper. Und dieses Gate soll ein weiteres Galaxy Gate halt werden. Und ich habe die FAQ mal schnell auf einer Hinterseite geöffnet. Und ich lese es euch mal kurz vor. Da es in der Entwicklungsphase ist, ist es jetzt noch nicht so ernst zu nehmen. Also im Allgemeinen funktioniert das Galaxy Gate wie ein normales Gate. Also es muss mit extra Energie oder Uri gebaut werden. Ich fliege mal ein bisschen rum hier. Und ja, es sind 100 Teile insgesamt. Ja, 100 Teile, mit denen ihr das aufstellen könnt, und die Belohnungen sind 15.000 Uridium, 150.000 Ehre, 2 Millionen XP, 5 Beutekeys und dann eine Chance auf eins der folgenden Schiffsdesigns: Aegis Elite, Citadel Elite, Spearhead Elite, Venom Goliath und Vengeance Pussard. Ja, und wenn ihr dieses, das ist das Besondere jetzt daran, wenn ihr diese Designs, ja, wenn ihr eines dieser Designs zieht und ihr habt dieses Design schon, bekommt ihr, und das ist kein Witz, das steht dort, könnt ihr selber nochmal nachlesen, auf der FAQ-Seite, direkt von Dark Orbit, von Big Point, bekommt ihr 200.000 Uridium geschenkt. Ja, 200.000 Uridium. Das heißt, für alle die, die die Dinger schon haben, ne, Servus, Want to Kill, aha, für alle die diese Designs haben, macht euch nichts draus, doppelt gibt's nicht. Sondern dann gibt es das Uridium dazu. Das ist mega geil und ja, sonst ist die Belohnung zwar ja nicht üppig, aber das wird auf jeden Fall geil. Und ich werde mal sehen, ob ich heute auf der Testserver-Instanz es mir schon mal angucken kann. Wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall, falls das Gate rauskommt irgendwann demnächst, ja, werde ich es aufstellen und es haarklein in einem Video berichten. Das ist ein, wie es drüber stand, ein Streuner-Gate mit bestimmten Wellen. Ich gucke nochmal kurz drauf. Soll dort drei Streunertypen und einen Wächtergeschütz geben, einen Streuner-Soldat, einen Streuner-Spezialist und einen Streuner-Imperator. Besser gesagt nicht einen, sondern so heißen die neuen Viecher, die neuen Klassen da drinnen. Daten unbekannt bisher und ein Streuner-Geschütz. Und das Einzige, was über dieses Geschütz bekannt ist, ist Abwehrgeschütz. Es steht einfach nur da und greift die Spieler in der Nähe an. Aber halt nicht so, ne? Vor allem halt nicht so, ja. Aber halt nicht irgendwie über die Map und bewegt es sich, sondern es steht einfach nur da und es greift die Spieler halt an. Wie viel Schaden und Co. Alles nicht bekannt. Steht alles nicht da. Ich mache jetzt mal kurz meine Dorinchkes aus, das nervt mich gerade so ein bisschen. So. Ja, und wie gesagt, ich werde dieses Gate aufnehmen für euch, wenn es draußen ist. Wann es rauskommt, genau weiß ich nicht. Es ist heute um 16 Uhr auf den Testservern rausgekommen. Es sind einige Probleme da gewesen, dass ich so lesen konnte. Aber sollen ja gute Dinge sein, nicht wahr? So ist es, meine Lieben. Ja, das ist auf einmal, auf jeden Fall schon mal eine der Neuigkeiten, die ich für euch habe. Was ist hier los? Hey. So. Erstmal schnell die Quest fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob den Schaden hier guckt. Also ich habe extra mein Goliath jetzt drin, damit es ein bisschen mehr Schaden ist, da rauskommt. Ja. Ja, und die zweite Neuigkeit ist, ich habe mir auf Global Europa 1 einen Account angelegt. Und mir das mal angeschaut. Diese Aktivität dort, das konnte ich immer nicht glauben, aber das ist echt mega geil. Wirklich. Hier auf dem Server ist ja nun nicht viel los, aber es ist wenigstens noch ein bisschen was los. Und auf Global Europa 1, ich war sehr erstaunt, was da los ist. Also wirklich geile Sache. Aber das tut nichts, ich bleibe hier auf diesem Server, ich habe hier angefangen, und wenn die Serverzusammenlegung kommt, was ein Gerücht momentan noch ist, aber hoffentlich sich bewahrheiten wird, dann werde ich auch da mitmachen, werde meinen DE2-Account wahrscheinlich aufgeben, insgesamt, weil der hier besser ist. No? Und werde dann hier auf dem Account weiter zocken. Auf den neuen zusammengelegten Servern. Ich weiß nicht, wie es gemacht werden soll, aber es war halt im Gespräch und ich hoffe, dass es passieren wird. Da ist der Bot da wieder unterwegs, von gestern wahrscheinlich. Da
schnell, wie er sich versucht, dort zu veräumeln. Ja. Sag ich doch. Ja, bumm. Ja, Apis Zeus. Iris, Iris. Da fliegt er. Ist wieder einer von den gestrigen Lappen. Heute habe ich wieder einen von den Leonoofs gesehen, habe ihn abgeschossen. Er hat keine Iris-Drohnen mehr. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Da hat wohl einer noch mitgemacht, weil ich glaube nicht, dass ich das war. Ich habe den nur 3 oder 4 Mal gekillt, glaube ich. Ist auch relativ egal. Und nun ja. Das war jetzt auf jeden Fall mal das Wichtigste. Wollen wir kurz schripseln hier. Falls jemand irgendwas sagen möchte. Hier und so. Ich wollte. Oh, da haben wir wieder einen. Todesengel. Shockwave. Ey, Pascal, was ist los? Das ist kein Botter. Nice. Das freut mich aber, dass hier kein Botter ist. Ich habe mich gerade auch komplett gemutet hier bei mir im Teamspeak. Ja, also gar nicht die Chance mit mir zu sprechen gerade. Weil keiner da ist, der mit mir und so, ja. Hier. Gerade spielt. Deswegen. Hummel. Hey. Hashtag Hummel. Was ist mit ihm? Klar los oder was? Warum das? War gestern noch nicht. Oder ist es ein zweiter Chat-Account? Ich kenne mich da nicht aus. Muss ich auch nicht, glaube ich. Ich schau mal kurz, was die Zeit sagt. 6 Minuten, das haben wir schon in der Rohdatei. Also ein bisschen mehr, aber 6 Minuten so ungefähr. Und ja. Einmal schnell schreiben, ne? Weil der liebe Hummel gestern ja mich nach der Aufnahme gefragt hat und da war es gerade vorbei und wer weiß, was er schreiben wollte, sagen wollte oder tun wollte. Deswegen. Könnte ich mal auf Video drauf? Ja, natürlich. Immer. Ja. Für diejenigen, die es nochmal wissen wollten, ja. Er hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen. weiß ich doch nicht. Ich habe sie nicht aufgenommen. Oh. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Wer hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Das Mittelmeer. Oh. Am Jagen. Ah, ja geil, Pet. Ah. Sehr geil. Komisches Pad, es leckt bei mir auch ein bisschen und ich weiß, glaube ich, doch warum. Ja, mein Steam ist gerade im Hintergrund aktiv. Ja, das liebe Steam. Lass was machen. Bäume fällen oder so. Können wir gerne tun. Was sollen wir tun? Ja! Das können wir morgen machen, glaube ich. Morgen, maybe! Yay! Ich bin auf 2-3 gerade. Mann! Ja, was wollen wir denn fürs Let's Play machen? Das ist jetzt so die Frage. Hier unten ist ja nicht los, also. Ja. Ja, Questen. Ja, Hab ich auf Piratenmaps, das ist auch alles.
bin ich hier ein bisschen falsch, glaub ich, mo? Die Board-Maps sind ja dezent woanders. Das könnten wir eigentlich mal machen. Könnten wir eigentlich, wenn ich dann mal so drüber nachdenke, wir könnten eigentlich uns alle mal auf 5-2 treffen und ein bisschen. Warum habe ich eigentlich die Bohrer drin? Was ist da los? Ja, so läuft das halt, ne? Im Orbit. Jeder schreibt jeden an, aus Gründen, die er nicht versteht. Und schreibt irgendwelchen anderen komischen Kram. Hey! Wir sind ja so schnell! Danke ans Internet dafür. Sieht's, ich habe die Map betreten und er fliegt, warum auch immer der Bot direkt ihn dahin lenkt, ja, er fliegt direkt zu mir hoch. Seltsamerweise. Also ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen so durcheinander, so ein bisschen durch ein wie heißt das Ding, Wind, ja, so ein bisschen durch den Wind, ne? Das liegt jetzt daran, dass ich angeschrieben wurde, glaube ich. Nein, Spaß. Mir geht das Gate gerade nicht aus dem Kopf. Gerade richtig Lust irgendwie auf das Gate. Aber ne, es ist halt so, es ist erst aufstellen 100.000, Quatsch, 100 Teile. Schon ein bisschen. Ne und so, warte mal, da ist doch was, kommt schon. Jawohl, der schon wieder. Erstmal den da. Das ist aber gemein gewesen hier. Ja, mach Kamikaze dazu eine Runde. Es wird eng jetzt, mein Freund. Glaube ich, wenn ich jetzt einen RSB-Schuss abgebe. Ja, dann sehen wir gleich. Rappt sich immerhin jetzt. Lol. Was wird denn das hier, wenn's fertig ist? Und der hier fliege hier. Ja, Freunde, ich weiß nicht, was das hier wird. Der versucht mich zu ärgern, wie es aussieht gerade. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Folge, und wir sehen uns morgen wieder. Mein Name ist Eddie Blue und auf Wiedersehen!